Die Europäische Zentralbank hat im Kampf gegen die hartnäckige Inflation im Euroraum erneut die Zinsen erhöht. Die Währungshüter um Notenbankchefin Christine Lagarde beschlossen am Donnerstag in Frankfurt, wie schon im Mai und Juni, die Schlüsselsätze um 0,25 Prozentpunkt anzuheben. Dies ist bereits die 9. Anhebung in Folge. Die EZB hatte im Sommer 2022 mit ihrem rasanten Straffungskurs begonnen. Der am Finanzmarkt richtungsweisende Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, steigt damit auf 3,75%. Inflation continues to decline. Die Inflation geht weiter zurück, wird aber voraussichtlich noch zu lange zu hoch bleiben. Wir sind entschlossen, sicherzustellen, dass die Inflation zeitnah zu unserem mittelfristigen Ziel von 2% zurückkehrt. Der EZB-Rat hat daher heute beschlossen, die drei Leitzinsen der EZB um 25 Basispunkte anzuheben. Sorge bereitet den Währungshütern auch die Entwicklung der Kerninflation, ein Inflationsmaß, das die schwankenden Energie- und Lebensmittelpreise ausklammert. Die Kernrate war im Juni auf 5,5% gestiegen, von 5,3 im Mai. Andererseits muss die EZB auch aufpassen, dass sie mit ihrem rasanten Straffungskurs die ohnehin schon schwächelnde Konjunktur im Euroraum nicht vollständig abwirkt. Nach den Zinsentscheidungen der Fed, der Notenbank der USA und der EZB sind die Börsen am Donnerstag durchgestartet. Der deutsche Leitindex DAX legte in Frankfurt um 1,3% zu, auf 16.339 Zähler. Oliver Roth, Kapitalmarktexperte der Otto Seidler Bank, spricht mit Blick auf die Zinserhöhung von einer bitteren, aber wohl stärkenden Medizin. Ja, wir an der Börse, wir versuchen natürlich auch immer ein bisschen die Zukunft zu handeln. Das bedeutet, die 0,25% Zinserhöhung war bereits in den Kursen drin, war bereits eingepreist. Und wichtig ist natürlich auch, dass diese bittere Medizin hilft, die Inflation zu bekämpfen. Das scheint so, zumindest in den USA funktioniert es. Und das hilft natürlich dann letztendlich auch der Wirtschaft und damit dann wiederum auch der Börse. Und wie sieht die Zukunft aus, dies und jenseits des Atlantiks? Also ich denke in der Tat, dass beide großen Notenbanken jetzt erstmal sich genau überlegen werden, tendenziell sogar eher eine Pause einlegen werden, um einfach mal zu schauen, wie diese bittere Medizin jetzt auf die Inflation wirkt, positiv wirkt auf die Inflation, auf den Patienten. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir jetzt über den September hinaus erstmal eine Pause sehen werden, wenn die Inflation weiter zurückkommt. Und gegen Ende des Jahres wird dann nochmal gerechnet, ob es letztendlich dann zu noch einem weiteren Schritt kommen muss. In den USA hat die US-Notenbank am Mittwoch ihren geldpolitischen Schlüsselsatz um 0,25 Prozentpunkt angehoben auf die neue Spanne von 5,25 bis 5,50%. Für die nächste Zinssitzung im September hielten sich die Währungshüter um Notenbankchef Jerome Powell aber alle Türen offen. Sowohl eine Anhebung als auch eine Pause ist Powell zufolge denkbar. Auf dieser grünen Wiese im bayerischen Ebersdorf sollte seit 2021 das Eigenheim von Familie Leistner stehen. Doch der Bauträger brach seine Versprechen, der Kredit platzte. Seitdem sind die Bauzinsen rasant gestiegen. Das Haus ist jetzt nicht mehr finanzierbar. Da sind wir dann so vernünftig und haben auch für uns selber eingesehen, dass da an der Stelle jetzt Schluss sein muss und haben deswegen die ganzen Verträge von uns aus aufgelöst und sind da gerade in der Rückabwicklung. Noch zwischen 2020 und 2022 lagen die Bauzinsen mit 10-jähriger Laufzeit fast durchgängig unter 1%. Seit Anfang 2022 steigen sie rasant. Die 4%-Marke ist fast erreicht. Nicht nur für die Leistners ein echtes Problem. Auch Eigentümer, die Anschlussdarlehen brauchen, reiben sich die Augen. Wer sein Eigentum mit 400.000 Euro finanziert, bei 50.000 Euro Eigenkapital und 10 Jahren Laufzeit und 1% Tilgung, zahlte Anfang 2022 noch 708 Euro monatlich. Jetzt steigt die Belastung auf 1.738 Euro. Immerhin, das sorgt für Kaufzurückhaltung und somit purzelnde Preise. Und da liegt wieder eine Chance. Weil im Augenblick ist es tatsächlich so, dass manche Immobilien, die vor einem Jahr 400.000 Euro gekostet haben, heute nur noch 330 oder 350.000 kosten. Und diese Tausende von Euro, da müssen Sie lange für arbeiten und die können Sie bei den Zinsen kaum einsparen. Heißt also, Füße stillhalten und auf Schnäppchen warten, dann könnte der Traum vom Eigenheim wieder finanzierbar sein.